Ahoi und Aloha, meine Lieben. Willkommen zurück zu Skyrim 2013, die Dämmerwacht-Quest, Folge 15. Jetzt werden sich manche fragen, wollte er nicht aufhören mit Folge 14? Ja, eigentlich wollte ich's. Aber dann bin ich zufällig auf die Mod-Seite mal wieder gestoßen und da stand eine neue Gefährtin mit Sprachausgabe Pipapo. Leider in Englisch, aber es macht ja nichts. Und ich würde sagen, bevor ich ganz aufgebe, versuche ich es nochmal. Sie ist in Windhelm. Dort kann man sie in der Candlewind, glaube ich, Halle abholen. Tja, da brauchst du nicht so eifersüchtig schauen. Du hilfst mir ja nicht viel. Also muss ich Verstärkung holen und gleich mal austesten. Eigentlich könnte man ja auch Vilja holen in Weißlauf. Nur hat die eine eigene Questreihe und bevor man diese Questreihe nicht zumindest zum Teil abgeschlossen hat, quengelt sie andauernd herum und eine geschwätzige Gefährtin habe ich ja schon, siehe unter mir auf den Stufen. Ja, also schnell reisen nach... Ups, kommt zu mich, andere Richtung, die Maus maust nicht so, wie sie mausen sollte. Na, weiter runter nach Riften zu den Stellen. Jawohl. Und von dort aus weiter nach Windhelm. Ja? Upp. Wo ist der Kutscher? Da ist er ja schon. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt. Ja, sollst du. Wohin soll's gehen? Nach Windhelm. Hinein, dann sind wir weg. Alles klar. Eingepackt und... Wart ihr schon mal in Windhelm? An den Aussagen zufolge die älteste Stadt im Himmelsrand. Nein, wir waren noch nicht in Windhelm, sonst würden wir ja nicht 20 Goldstücke ausgeben, um mit dir zu reisen. Aber Logik ist manchmal Glückssache. Besonders in Skyrim. So, hier sind die Ställe. Gut, wieder einen Schnellreisepunkt entdeckt und auf nach Windhelm. Anfangs habe ich immer Windhelm gelesen. Auch ein netter Name, finde ich mal, aber Windhelm, was soll's. Übrigens ist das auch der Sitz von Ulfric Sturmmantel, der gegen die Kaiserlichen rebelliert. Rein hier. Ich hoffe nur, dass Kitiara auch mitkommt, weil sie laut Mod-Beschreibung Level 10 eigentlich ist und dann dort bis Level 300 mitlevelt. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Ja, das sind die Rassisten von Skyrim, die interessieren uns momentan nicht. Candlehearse, so heißt die Halle. Ja, Candlewind, Candle in the Wind, genau. So, da können wir mal gespannt sein. Wo ist die Süße? Oder Saure? Guck ich mal unten rum? Nein. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute. Da redet jemand Englisch? Auch nicht? Ja, gute Frau, wo hast du deine Schlange? Als Schlangenbeschwörerin sollte man auch eine haben. Wie kann Elder die Ansonsten ist das Gepfeife etwas sinnlos. Wenig über sie weiß. Dann lungert die Gute vielleicht hier irgendwo rum? Nein. Ja. Und hier. Da. Kitiara. Your Lancelot. Ja? Was wolltet ihr? Ah, da ist sie, oder? Yeah! These Imperials are such dogs. I wish the Dark Brotherhood would wipe them all out. Oh, oh. Hello there. Allow me to introduce myself. I am Kitiara. And there is
Even more to me than meets the eye. What is the hurry? Yeah? Das kann lustig werden. Even more than meets the eye. Das bedeutet, in ihr steckt mehr drin, als äußerlich zu sehen. Aber äußerlich sieht sie schon lecker aus. Und wenn sie auch noch dieses monströse Schwert schwingen kann, bin ich glücklich. Okay. What? Want to buy me a drink? Ach ja, wenn es im echten Leben auch so einfach wäre. Einfach sagen, folge mir und schon hat man eine Süße am kleinen Finger. Oder zwei, wie hier. I will follow you anyway. Sag das nicht zu laut. Solche Sachen ja, könnte man hier, ernst nehmen. Eine Legende, die wir alle kennen. Ja, jetzt. Ein Held, wozu hat man ja... Was wolltet ihr? Ah, bei ihr klappt es auch nicht. Geht out of my way, das ist natürlich nicht gut. Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Ja, hundertprozentig. Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Ich kann es kaum... weh euch, das Drachenblut naht. Das ist natürlich jetzt doof. Ihr seid hier in Haus Kerzenschein. Das große Zimmer ist oben und im Erdgeschoss gibt es ein... Aber Serana ist Gott sei Dank weg. Und wir können raus. Und warum nicht zuerst nach Winterfeste und danach wieder zu Burg Volkia? Genau. Also. Hast ihr die Dunkelelfen? Ich bin selber ein Elf, halt die Bubble. Immer diese Rassisten. Finde ich aber auch gut, dass im Hauptspiel eine Mod mit eingebaut wird jetzt. Zumindest in den Zwischensequenzen, in den Ladescreens. Die gar nicht von Bethesda gemacht wurde. Feiner Zug von ihnen. Ab zu den Stellen. Wieso laufe ich eigentlich dahin? Fällt mir gerade ein, aber was soll's. Alpha Ren. Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Winterfeste. Und nochmal 50 hat mich schon 70 Euronen gekostet oder Golddonen. Die Sonne fühlt sich gut an, hm? Waren alle Art und sie können alle euch gehören. Ich hätte eigentlich auch nochmal zurück mit Kitiara und Serana in die Burg können und mal schauen, wie das Überleben mit den beiden wäre, aber jetzt bin ich schon mal in Winterfeste. Winterfeste gehört den Menschen von Himmelsrand, nicht den Kaiserlichen und auch nicht den Magen. Ja, verstehe ich. Langhaus des Jahr, aber wir müssen zu den Magiern. Ja. Irgendwo. Was wolltet ihr? Wenn ihr hier die Sehenswürdigkeiten sehen wolltet, habt ihr bereits alles gesehen. Lustig. Eigentlich könnt ihr gleich in Sagen wir nochmal. Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfest versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Auf zur Akademie, wo immer sie auch sein mag. Winterfeste gehört wahrscheinlich nicht. Ja, einmal ist der Witz gut, aber zweimal... Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Bücher! Ja, genau. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht.
Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie... Falsche Frage gestellt? Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Überreden? Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Der Magierlichtzauber ist für jeden nützlich. Nicht nur für die, die sich auf Veränderung spezialisieren. Könnt ihr einen auf das Siegel im Boden wirken? Ich freue mich darauf. Kann ich's eigentlich? Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Klappe, ich brauche jetzt Magie. Flammen vielleicht. Okay, mal testen. M1. Aber die Akademie besteht immer noch. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Licht. Okay, muss ich zugeben, ich kann's nicht. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Das wird teuer, Mensch. Versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Gut. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Okay, nochmal zurück. Nochmal Magie. Heilung, Magierlicht. Gut. Favorite. Für alle Fälle. Und? Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmel. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Ob es so eine gute Idee jetzt war? Irgendwie weiß ich das nicht. Aber... schauen wir mal. Die laufen mir so langsam. Das auf der Strecke dauert es ja Jahrhunderte. Ja, was wolltet ihr? Sorry, mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Ton vom TV gar nicht runtergedreht habe. Ich hoffe, das gibt keine zu großen Störungen. Weil normalerweise benutze ich ja ein Headset. Da brauche ich den Außenton gar nicht. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Geht uns nichts an? Rein hier. Und das ist das Problem. Sobald man sich irgendwo einmischt, oder nur auch nur länger zuhört, ich denke über viele klebt man uns irgendwas auf die Backe. Eine Quest, holt mir das, besucht den, geht dahin, tötet diesen. Okay, schauen wir mal, ob die was über die... Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Ja, was wolltet ihr? Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Unterbrechen kann ich nicht, bitte, sorry. Bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Was wolltet ihr? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun?
Ich weiß nicht, was ich denken soll. Gute Antwort. Klingt nach Bildzeitungleser. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Okay. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Die sind ja auch doof. Ja? Was wolltet ihr? Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also, ja? Lasst uns, was wolltet ihr? Kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Ja, ja. Ich brauche erstmal den Schutzzauber. Leichter Schutz. Und sicherheitshalber als Favorit. Hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Hier gegenüber. Weg hier, Mädels. Ja? Jetzt wirkt was wollt den Schutzzauber ihr? Und haltet ihn. Das ist natürlich blöd. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Nein! Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Satal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ja, was wolltet ihr? Wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Ja, was wolltet ihr? Ich will jetzt was wissen. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Die Magie ist überall gleich. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Rolle, Rolle, Rolle. War ja auch ein bisschen eine blöde Idee. Ich denke, ich muss mich hier umsehen. Lebt wohl. Ja, was wolltet ihr? Sargo wird überall hingehen. Vielleicht weiß der hier mal. Sogar noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachte. Ja, ist ja gut, arroganter Drecksack. Ich will nichts über die Talmor, ich will was über die Schriftrollen. Ja, da was wolltet sind ihr? Wir hergekommen. Also irgendwie... Khajiit sind nicht als Magier bekannt. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Versuchen wir es mal damit. Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Genau. Ja, ich auch. Deshalb hatte ich gehofft, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Nee. Hey, schon müde, Serana? Okay, ich denke... Hier ist nichts oder ich übersehe was Wichtiges, deswegen werde ich hier jetzt abbrechen. Okay, wir sehen uns in Folge 16 wieder. Bis bald. Bye bye.